Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Voltus Smart Facts. Heute habe ich für euch den GVS Walz Touch Plus Sensor im Gepäck. Kompliziertes Wort, aber so kompliziert ist das Produkt eigentlich gar nicht. Die GVS Walz Serie erfreut sich extrem hoher Beliebtheit. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum wir gerne dieses Produkt zeigen. Denn ein solches Produkt in dieser Art und Weise gab es meines Wissens bisher noch nicht. Der GVS Walz Touch Plus ist die perfekte Symbiose aus einem Touchpanel und einem Tastsensor mit haptischen Tasten. Viele Leute haben uns das Feedback mitgegeben, dass zwar ein Touchpanel oder Touchpad ganz cool ist und man kann damit diverseste Varianten machen, aber von der Bedienung, ist es jetzt vielleicht nicht so ganz cool, weil ich immer irgendwie durchswipen oder durchwischen muss, um dann zu betätigen. Und ich habe auch in der Regel kein haptisches Feedback. Auf der anderen Seite haben natürlich klassische Tastsensoren den Nachteil. Ich bin beschränkt, was Funktionen angeht, weil ich habe nun mal 2, 4, 6, 8 Tasten und kann die jetzt nicht unendlich belegen mit Zusatzfunktionen, ohne dass dabei die Bedienung in irgendeiner Form boykottiert oder behindert wird. Und hier, wie gesagt, ist der Walz Touch Plus eine perfekte Kombination, denn ich habe sowohl klassische Taster, um Jalousie auf, ab, Beleuchtung heller, dunkler an, auszuschalten, aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, Zusatzfunktionen auf dem Display darzustellen. Bevor wir uns jetzt das Display und die Tasten näher anschauen, drehen wir den Taster doch einfach erstmal um. Wir sehen zum einen, es reicht nicht nur aus, die KNX-Spannungsversorgung anzulegen oder die KNX-Leitung. Wir brauchen auch eine 24 Volt Spannungsversorgung. Bitte beachtet das bei der Planung im Haus, dass ihr auch da die Spannung zur Verfügung stellt. Sonst geht es ein bisschen schlecht. Wie auch bei den Walz Tastsensoren haben wir hier die Möglichkeit, Kontakte anzuschließen, also Schaltkontakte bzw. einen Temperatursensor. 2 Stück an der Zahl. Und auch ähnlich wie es bei den Tastsensoren ist, ich habe einen massiven Metalltragring, der den ganzen Taster hörbar arretiert und wirklich bombenfest an der Wand hält. Und jetzt würde ich sagen, schließen wir da mal was an. Um euch die Funktion des Tastsensors näher zu bringen, habe ich natürlich schon ein paar Funktionen hereinprogrammiert. Wir sehen jetzt hier auf dem Startbildschirm eine analoge Uhr, die ich als Screensaver oder als Bildschirmschoner eingestellt habe. Hier gibt es verschiedene Varianten, auch zum Beispiel Bilder, die ich hinterlegen kann. Sobald ich mich dem Monitor jetzt näher, wird dann entsprechend der Bildschirmschoner verlassen und ich sehe meine Hauptansichtsseite. Hier habe ich eingestellt, dass sie die Uhr anzeigen soll und zusätzlich die Temperatur, das Datum und auch die Luftfeuchtigkeit. Und nun kann ich ganz einfach und wirklich sehr, sehr schön durch das Menü durchwischen, so wie ich es von einem ganz normalen Touchpanel oder Touchpad gewohnt bin. Und was mir hier wirklich gut gefällt, die Tasten sind wirklich von der Größe sehr, sehr schön groß. Sie sind jetzt nicht irgendwie klein und verspielt, sondern ich kann sie auch mit meinen größeren Fingern gut bedienen. Wenn ich kurz auf so eine Taste draufdrücke, hier habe ich beispielsweise jetzt das S, das Licht im S-Bereich. Kurzer Tastendruck sagt mir dann Licht an und aus schalten. Und ein langer Tastendruck auf diese Taste bringt mich dann in das Untermenü, um dann diese Beleuchtung beispielsweise dimmen zu können. Bei den Jalousien sieht es ähnlich aus. Ich habe hier die Möglichkeit, beim kurzen Tastendruck in die Funktion des jeweiligen Fensters, des jeweiligen Antriebs reinzuspringen und kann dann hier mit meinem Finger entsprechend die Höhe der Jalousie bzw. des Rollladens einfach verstellen. Verschiedene weitere Möglichkeiten, Audiosteuerung, Lichtsteuerung, habe ich hier extra rausgelassen. Das würde die Länge des Videos definitiv sprengen. Das Ding hat wirklich enorm viele Funktionen. Das ist echt cool, was die Funktionen angeht. Wie eben schon gesagt, die Symbiose aus Tastsensor mit Haptik und einem Touchpanel oder Touchpad ist extrem spannend. So habe ich jetzt hier die Funktion zum Beispiel hinterlegen können, dass ich auf der Taste links Auf- und Ab-Funktion darstellen kann und konnte jetzt, das sehen wir nachher auch in der Applikation, ich kann diese Taste entweder einem direkten Befehl, einer Gruppenadresse zuordnen oder ich kann diese Tasten intern verknüpfen. Und ich habe jetzt diese Taste verknüpft mit meiner Jalousiesteuerung. Und wenn ich jetzt lange drauf drücke, sehe ich sogar, und das finde ich persönlich schon ein bisschen cool, eine animierte Funktion, was passiert gerade dort.
die gleiche Möglichkeit natürlich auch beim Licht. Wenn ich hier kurz oder lange drauf drücke, kann ich entsprechend die Funktion ausführen und ich bekomme eine sehr, sehr schöne, klare Rückmeldung, was gerade passieren soll. Wie das alles eingestellt wird, das schauen wir uns jetzt mal kurz in der Applikation an. Die Applikation des GVS Smart Touch Plus habe ich jetzt mal in die ETS hineingeladen. Vorweg, ich kann gar nicht auf alle Details der Applikation eingehen, weil diese Applikation ist wirklich richtig mächtig. Man hat es eben schon gesehen an den Funktionen, die ich gezeigt habe, dass da jede Menge möglich ist. Von daher möchte ich hier auch nur ganz kurz drüber springen, damit ihr einfach mal eine Idee davon bekommt, was das alles so kann. Ich habe die Möglichkeit, den Bildschirmschoner zu verstellen. Hierfür habe ich die Möglichkeit zwischen einer Uhr, einer digitalen Uhr und der Luftgüte, die ich mir anzeigen lassen kann. Bilder, also Screenshots in der Form, kann ich mir anzeigen lassen. Ich habe die Möglichkeit, einen PIN-Code mit einzugeben, auch wenn das da jetzt vielleicht ein bisschen einfach aussieht. Für die meisten Features ist das vollkommen fein. Nachtmodus, auch das immer eine ganz gute Geschichte, dass ich es entweder per Uhrzeit machen kann, also per Uhrzeit, die ich im Display eingebe, oder in der Form über ein Telegramm. Die Sommerzeitumstellung entsprechend auch. Ich habe einen Näherungssensor, der mir auch eine Aktion ausführen kann. Ich habe Alarmmöglichkeiten, dass das Ding einem piepst oder Geräusche macht. Bis hin zu den Möglichkeiten, dass ich noch sagen kann, ich möchte jetzt gerne noch zusätzliche Funktionen zuschalten. Und wie man sieht, die Seite wird richtig, richtig groß. Auf der Hauptseite, also sprich auf dem Display an sich, habe ich jetzt also die Möglichkeit, diverse Sachen noch mit einzuschalten. Und sobald ich es mit meinem Finger drüber wische, habe ich die sogenannten Funktionsseiten. Die Applikation, die ich hier zeige, ist quasi das, was ich eben auch in Live gezeigt habe, sodass ich auf der ersten Seite die Beleuchtung habe. Auf der Beleuchtung habe ich vier Symbole oder vier Buttons hinterlegt, dass ich da entsprechend alles einstellen kann. Auch diese Thematik, wie soll das Symbol aussehen, ist hier mit drin. Hier ein kleiner Wermutstropfen, ich kann keine eigenen Symbole hochladen. Das ist noch nicht möglich. Ich hoffe, dass hier GVS relativ schnell nachhilft. Das gleiche auf den anderen Seiten, das Konzept bleibt sich hier wirklich gleich. Auch hier die Möglichkeiten, Binäreingänge zu haben. Ich habe das Thema des Heizungsreglers. Auch da viele, viele Features. Die Tasten, hier möchte ich einmal kurz drauf eingehen. Unter dem Touch-Display sind ja auch Tasten vorhanden. Und hier habe ich die Möglichkeit zu sagen, dass diese Tasten entweder als freie Tasten zu arbeiten haben oder ich kann diese Tasten verlinken. Und in der Form habe ich die Tasten verlinkt mit den jeweiligen Features auf den Hauptseiten und habe somit eine ganz, ganz tolle und wirklich einfache Funktion, damit zu arbeiten. Der GVS Waltz Touch Plus Pad, so kompliziert der Name ist, so cool ist das Produkt auch wirklich. Denn ich habe hier so viele Möglichkeiten, in diesem Taster Funktionen zu hinterlegen, Sachen zu steuern, zu visualisieren und zu bedienen. Ich kann gar nicht alles in einem Video so darstellen, wie es dem Taster oder dem Produkt gerecht wäre. Von daher von mir eine klare Kaufempfehlung, eine klare Empfehlung, dieses Produkt auch mal einzusetzen und zu testen. Es muss nicht immer der eine oder andere Hersteller sein, sondern auch neue Hersteller oder auch weniger bekannte Hersteller wie ein GVS haben es auf jeden Fall verdient, auch Bewertung oder auch Beachtung zu finden. Von daher absolute Kaufempfehlung von meinerseits. Dieses Produkt hat es echt verdient, auch in mehreren Häusern noch in Deutschland oder auch in anderen Ländern eingesetzt zu werden. Wenn ihr weitere Fragen habt zur GVS Waltz Serie, zu dem Touchpad Plus oder zu dem Tastsensor, wie gehabt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.